Morgen is het al om Weihnachtsmarkt, München, ganz neue Markt. Sehr schön, sieht aufgeräumt aus, sauber alles. Nicht gemacht und auch ein bisschen übersichtlich als andere Weihnachtsmarkt. Und da haben wir jetzt etwas entdeckt, das uns ein bisschen Wunderung gemacht hat. Und zwar steht das hinten dran, das heisst Keramik House. Und das ist der Ernst Buhner, der da ganz etwas Originelles gemacht hat. Was verkaufen die da? Wir verkaufen die Miniaturen von den schönsten Häuschen von der Stadt Zürich. St. Peterkirche gerade da hinten. Augustinergasse, die rechte Seite von der Bahnhofstrasse und natürlich, wenn wir da in Münsterhof sind, das Zunfthaus zu Waage auch nicht fehlen. Wunderbar, wie bist du auf die Idee gekommen? Auf die Idee gekommen sind wir eigentlich schon vielen Jahren, und zwar hat ein guter Freund von mir von Prag mal so etwas mitgebracht, und wir haben eigentlich immer gefunden, Zürich gibt genauso viel her wie Prag. Und haben dann eigentlich lange müssen suchen, bis wir das Know-how gefunden haben, um so etwas zu machen. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wer kann so etwas machen? Weil die sind ja, glaube ich, aus Porzellan. Das ist Porzellan, also es ist nicht ganz Porzellan. Porzellan wäre ja durchschimmend. Es ist aber Keramik, also es ist nicht Ton, sondern es ist ein Haufen Arbeit dahinter. Und per Zufall haben wir in der Ukraine jemanden gefunden, wo in der Lage ist, noch Formen zu machen für das. Und natürlich auch Leute, die dann das noch liebevoll bemalen nach unseren Vorgaben. Also wir schicken Fotos, wir schicken Aufnahmen, wir schicken Detailaufnahmen von den Sachen, die wir gerne hätten. Und die machen das. Und das ist gerade Premiere jetzt? Das ist Premiere, genau. Es hat ja vor einem Jahr schon geheissen, wir haben den schönsten Markt von Zürich am schönsten Ort, und haben wir gefunden, mir fehlt dann das schönste Produkt, und wir sind dann gefunden, das ist der ideale Ort zum Starten. Kommerziell ist es noch nicht der schönste Markt heute, kann man sagen, aber wir sind auf gutem Weg. Und wie haben die Häuschen Anklang gefunden? Also der Anklang ist sehr positiv, natürlich hauptsächlich bei den Touristen. Sehr viele Leute, die sagen, ich habe jetzt hier geschafft, ich gehe wieder zurück, ich will das andenken. Münsterhof war einer meiner Lieblingsorte. Und natürlich Touristen. Also der grösste Auftrag bis jetzt war die Familie von Malaysia, die hier gerade alles gekauft hat. Ah, alle Häuser? Ja. Und vom Schiff hier haben wir auch noch. Statt Zürich haben wir hier noch das Dampfschiff, von dem haben sie dann gerade zwei müssen mitnehmen. Wunderbar. Ja. Jetzt ist der Weihnachtsmarkt demnächst Vergangenheit. Mhm. Wo kann man die Häuschen kaufen, auch nach dem Weihnachtsmarkt? Konkret haben wir noch keinen Laden oder so. Wir hoffen aber, dass wir irgendwie mit Zürich Tourismus da ins Gespräch kommen. Vielleicht auch mit der Zürichsee Schifffahrt. Und auf jeden Fall haben wir ja unseren Brandtag gemacht, den Keramik House. Und für das gibt es eine Homepage, wo wir sicher einen Webshop werden einrichten. Wunderbar, herzlichen Dank. Danke. Und weiterhin viel Erfolg. Ich finde das eine ganz tolle Idee. Und vor allem einmalig, an allen Weihnachtsmärkten gibt es so viel gleiches Zeug, aber das ist jetzt wieder mal etwas Neues. Herzlichen Dank. Ja.